Und hier bin ich. Ich hoffe, eure Verbindung ist stabil. So, also wie lege ich nun schlau an? Ich hatte euch ja gesagt, bei der Geldanlage gibt es im Grunde mehrere Ebenen, beziehungsweise, wartet mal eine Sekunde, ich komme gleich wieder. Okay, mal kurz hier die Tür zumachen. Also, bei der Geldanlage greifen wir im Grunde immer wieder auf dieselben Vermögenswerte zurück. Also egal, wie wir unser Geld anlegen, wem wir es geben, ob wir es selber machen oder jemand anders darum bitten, es für uns anzulegen, wir greifen immer wieder auf dieselben Vermögenswerte, auf dieselben Assetklassen zurück, auf die Assets. Und zwar hatte ich euch ja gesagt, es gibt Sachwerte und Geldwerte und die Sachwerte ist im Grunde ganz grob eingeteilt, das, was ihr anfassen könnt, ne? Aktien, Land, Immobilien, Unternehmens, Beteiligungen direkte oder Rohstoffe zum Beispiel. Und die Geldwerte sind eben Geld, sind Tagesgeldkonten, ist auch Bargeld oder Anleihen. Ne? So, das sind im Grunde die Vermögenswerte, in die wir nur Geld anlegen können. Und dann gibt es verschiedene Verpackungsstufen. Das erste ist ein Fonds, wo Gelder eingesammelt werden und dann wird es investiert in diese Vermögensklassen. Die zweite Schicht ist ein Versicherungsmantel von Versicherungsgesellschaften. Das wären dann zum Beispiel so Sachen wie eine fondsgebundene Kapitallebensversicherung oder eine private Rentenversicherung. Die erste Ebene wäre zum Beispiel ein aktiv gemanagter Fonds oder auch ein ETF. Ne? Die zweite Verpackungsebene habe ich gerade gesagt. Riester und Rürup gehört auch zur zweiten Verpackungsebene, wenn um den Fonds noch ein Versicherungsmantel gehüllt wird. Und es gibt noch eine dritte Ebene, die habe ich gestern nur ganz kurz gestreift. Sind die Derivate. Das sind Derivate ganz kurz, das sind abgeleitete Anlagepapiere für Profis. Damit handeln die großen Jungs, die großen Megabanken, die handeln mit Derivaten. Und diese Derivate, diese abgeleiteten Produkte haben mittlerweile ein Volumen erreicht, des Mehrfachen der realen Wirtschaft, also des Mehrfachen von dessen, was eigentlich zugrunde liegt, nämlich diese Vermögenswerte, von denen ich euch jetzt erzählt habe, von denen es eben nur diese wenigen im Grunde gibt. Von den Derivaten lasst ihr bitte die Finger. Da gehören auch Zertifikate dazu, Optionsscheine und so weiter. Und lasst bitte die Finger davon. Das sind Produkte für Profis, die auch Profis nicht mehr handeln sollten, weil sie unser ganzes Bankensystem tatsächlich unsicher machen, einfach weil sie so explosionsartig zugenommen haben, dass sie überhaupt nicht mehr mit realen Werten unterfüttert sind im Grunde. Ne? Okay, auch Kredite zum Beispiel können ja auch verpackt werden in Derivate, was keine Stabilität ins System bringt. Aber das nur am Rande. Davon lasst bitte die Finger. Das ist kein kluges Geldmanagement und auch kein kluger Vermögensaufbau. Währungen gehören auch noch zum Geld, zu den Geldwerten mit dazu. Das hatte ich jetzt gerade vergessen. Währungen, Kryptogeld könnte man auch schon dazu werten. Ne? Kryptogeld ist für mich persönlich kein Vermögensgegenstand, ist für mich ein reines Spekulationsobjekt. Die Technologie ist extrem interessant. Ich verfolge das mit großem Interesse, aber ich bin überhaupt nicht investiert. Es interessiert mich null. Dort investiert zu sein, aber ich beobachte sehr intensiv, wie die Technologie sich entwickelt, weil das vielleicht noch die einzig mögliche gangbare Weg ist, dass wir in Zukunft, wenn tatsächlich es ins bargeldlose Bezahlen geht, wir noch eine gewisse Anonymität haben. Deshalb beobachte ich diese neue Technologie mit großem Interesse, aber nicht als langfristiges Vermögensinvestment. So, wie investiert, wie nutzt ihr das jetzt für euch schlau? Also ihr könnt natürlich tatsächlich in die Einzelwerte investieren, ganz klar. Eine einzelne Immobilie kaufen, habt ihr vielleicht schon. Eine Einzelaktie kaufen, also nicht nur eine, sondern von einem Unternehmen die Aktien kaufen, ne? Zum Beispiel von der BASF oder von Apple oder whatever, alles was börsennotiert ist. Oder tatsächlich euch einen Wald kauft zum Beispiel, ne? Oder indem ihr große Bargeldbestände, also Bestände auf euren Tagesgeldkonten haltet. Oder was weiß ich, Schweizer Franken in der Schweiz geparkt habt, auch dort auf einem Tagesgeldkonto. Oder tatsächlich direkt in ein Unternehmen investiert über eine direkte Unternehmensbeteiligung. Auch das geht.
Problem dabei ist, dass ihr damit ein Klumpenrisiko habt, also das Risiko des Verlustes eures eingesetzten Geldes oder Vermögens. Das ist ja klar. Wenn ihr eine Immobilie habt, ihr vermietet sie zum Beispiel und da ist ein Mieter drin, der euch die Wohnung kaputt macht oder irgendwas mit der Immobilie passiert, dann habt ihr keine Einnahmen oder ihr könnt eure Kredite nicht zurückzahlen. Das bringt euch in eine wirklich schwierige Situation, wenn ihr da Kredite drauf habt. Deshalb, das ist das Risiko, dass ihr dann nur die Kredite zurückzahlen müsst und das nicht gegenpuffern könnt mit der Finanzierung, setzt euch in einen so großen Liquiditätsengpass, dass es sein kann, dass ihr die Immobilie zwangsversteigern müsst und so relativ schnell auf den Markt bringen müsst, weil die Banken euch eine Frist setzen und sagen, hier, wir wollen unser Geld wieder haben, dass ihr wirklich große Vermögensverluste habt, Geldverluste, ne? Das ist, wenn ihr eine Immobilie habt oder wenn ihr in ein einziges Unternehmen investiert und dann gibt es irgendeinen GAU in der Weltwirtschaft oder Fukushima, ein Atomkraftwerk geht hoch. Kann eure Aktie sich halbieren, Drittel runterrauschen und damit ist wirklich auch ein großer Teil eures Geldes vernichtet. Und manche Unternehmen gehen auch so pleite, dass eure Aktien wirklich gar nichts mehr wert sind. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Guckt euch die Hypo Real Estate an. Die ist ja mehr oder weniger untergegangen. Es war nur noch ein Penny Stock. Guckt euch an die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank war zu ihren Hochzeiten, stand glaube ich bei über 80 € pro Aktie. Jetzt steht sie bei 7 €. Das ist im Grunde ein Totalverlust. Für mich das ein Totalverlust eines Unternehmens, einer Unternehmensaktie. Und dieses Risiko ist wirklich groß und gegeben. Also, was macht man, um dieses Verlustrisiko tatsächlich zu streuen, zu minimieren? Weil wir wollen ja unser Geld nicht weniger werden. Das soll ja nicht weniger werden, soll ja möglichst mehr werden. Wir wollen uns ja am Produktivkapital beteiligen, an der Gesellschaft. Also kaufen wir uns entweder 10 oder 15 verschiedene Unternehmen in unser Portfolio, in unser Depot rein oder 3 Immobilien oder 5 Immobilien oder 3 Wälder. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Oder 5 verschiedene Rohstoffe. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Dass, wenn mit dem einen etwas passiert, eine Aktie abschmiert, sind die anderen 14 stehen noch da. Oder wenn mit einer Immobilie etwas passiert, dann stehen die anderen beiden noch gut da. Und ne? Hallöchen, genau. Und so ist das. Diese verschiedenen, diese Mehrzahl in der Asset-Klasse, mehr haben von einer Asset-Klasse, ne, von einem Vermögensgegenstand, minimiert unser Verlustrisiko. Das ist im Grunde wie so ein Streichholz. Wenn ihr ein Streichholz habt, das bricht total einfach durch. Wenn ihr aber schon 3 habt, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Aber wenn ihr 10 habt, dann kriegt ihr die nicht mehr durchgebrochen, ne? Das heißt, das Bruchrisiko, das Verlustrisiko ist deutlich kleiner geworden. Okay, ihr könnt es natürlich noch durchhacken, das geht. Aber das ist im Grunde das Prinzip. Und wenn ihr in einen Fonds investiert, na, dann werden ja viele Investorengelder zusammengesammelt. Dann wird in ein großes Portfolio investiert, zum Beispiel in 50 Büroimmobilien oder in 30 Mehrfamilienhäuser oder so. Und ihr kriegt eben einen kleinen Anteil an diesen Investments im Grunde. Ein Management organisiert das Ganze. Ihr habt also auch diesen ganzen Kram nicht. Ihr müsst keinen Steuerkram erledigen. Ihr müsst keine Bilanzen führen. Ihr müsst euch nicht um Mieter kümmern. Das macht alles dieses Fondsmanagement. Das heißt, ihr könnt mit einem Fonds erstmal euer Verlustrisiko minimieren und diesen ganzen organisatorischen Kram drumherum. Ich sag's mal so ein bisschen salopp, ne? Diesen ganzen Kram drumherum. Und im besten Falle wächst euer Vermögen, ihr kriegt Ausschüttung, Dividenden, ne? Oder Zinsen. Das macht der Fonds. So, wenn ihr jetzt noch diesen Versicherungsmantel oben drüber packt, sichert dieser Versicherungsmantel im Grunde euch ab, sollte tatsächlich dieser Fonds schlechter rentieren als gedacht. Und dann ist die Zusage, okay, ihr kriegt wenigstens das raus, was ihr einbezahlt habt. Finde ich aber einen schlechten Deal. Aber okay, so ist der Deal. Beziehungsweise, wir bauen zusammen Vermögen auf und am Ende verteilen wir das Vermögen nach unseren Schlüsseln und geben es an dich als Betrag. Das ist so ein bisschen, du gibst deine Verantwortung an diese Versicherungsgesellschaft ab, und die
organisiert das dann für dich, macht mit dir Verträge, an die sie sich nicht immer halten muss, macht mit dir Verträge. Es hat schon sowas, so ein bisschen was, du gibst deine Verantwortung ab und lässt dich betütteln. So ein bisschen so kindmäßig finde ich das, ne? Das ist so nicht, das ist nicht wirklich eigentlich ist das nicht so ein erwachsener Umgang mit dem Ganzen. Zumindest nicht so, wie die Verträge heutzutage gestrickt sind, meiner Meinung nach. Aber es kann auch ein Weg sein, ein bestimmtes Basisinvestment abzusichern, eine bestimmte Basisrente abzusichern. Oder wenn man selber nicht gut mit Geld ist, dann kann so eine Lösung auch helfen, tatsächlich nicht so schnell Zugriff auf sein Geld zu haben. Das kann auch eine Lösung sein. Okay, was bedeutet das jetzt für euch, wenn ihr gut mit Geld könnt und einen langen Anlagehorizont habt, kann ein Fonds nicht die Versicherungslösung. Ihr merkt es, ich bin kein Fan von Versicherungslösungen, aber ich finde, die Fondsidee stützt uns als Privatanleger, ist für uns als Privatanlegerinnen eine gute Sache, weil sie unser Risiko minimiert, das Verlustrisiko minimiert, uns viel Handling-Kram abnimmt oder auch das Heraussuchen der Unternehmen abnimmt und wir trotzdem Dividenden bekommen und an den Aktienkursen quasi am Wertzuwachs beteiligt werden können. Dann ist aber natürlich die Frage, das geht im Übrigen auch mit Geldmarktfonds, die gibt es auch, ne? Da sind verschiedene kurzfristige Staatsanleihen auch drin, beziehungsweise liegt auf verschiedenen Tagesgeldkonten, auch das geht. Dann gibt es die Unterscheidung zwischen den beiden Fonds, aktiv gemanagt oder passiv gemanagt. Einige von euch wissen das natürlich schon jetzt, ich antworte gleich auf die Fragen. Einige wissen das natürlich schon. Aktiv gemanagt, da ist tatsächlich ein Management Board, die sich zusammensetzen. Die haben bestimmte Kriterien, die sind auch durchaus nachlesbar, Kriterien. Und die sammeln dann eben, was weiß ich, alle Unternehmen einer Branche aus Europa rein. Alle Energieunternehmen oder alle Chemieunternehmen oder alle Sportmarkenhersteller. Ne? Gibt es ja ganz viele Sachen. Oder die Aktien, die besonders stark wachsen oder besondere Dividendenzahlungen haben. Oder sie bilden eben die komplette europäischen Markt. Also kaufen so bestimmte Sachen rein. Ne? Aber das wird richtig aktiv gemacht. Da gibt es einen langen Investment- und Entscheidungsprozess. Kostet viel Geld, kostet viel Zeit, kostet viel Geld. Das sind die Aktiven. Und dann sind die Passiven, mehr oder weniger Passiven. Das sind die ETFs, ne, die börsengehandelten Indexfonds. Da wird tatsächlich ein Index abgebildet via Computer. Da sitzen auch noch ein paar Manager, die da drauf gucken. Aber via Computer wird der DAX zum Beispiel abgebildet oder der Eurostoxx oder der Dow Jones oder eben der ganz große, der MSCI zum Beispiel. Da sind dann über tausende Unternehmen weltweit drin. Damit streuen wir unser Risiko und das gesamte Handling der Geldanlage. Also, und das ist dann die Frage an euch. Im Grunde, für mich sind das die zwei schlauen Formen, tatsächlich zu investieren. In die ETFs, weil sie relativ günstig sind. In aktiv gemanagte Fonds, weil sie uns teilhaben lassen an der Wertentwicklung. Sie sind aber relativ teuer. Und dann natürlich auch Einzelinvestments. Auch das ist eine kluge Anlagestrategie. Da braucht ihr aber noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz, mehr Zeit, müsst ihr euch mehr einlesen, braucht ihr ein bisschen mehr Finanzwissen, als wenn ihr tatsächlich in Fonds investiert. Okay? So, das ist im Grunde so. Mehr, es gibt dazu keine Geheimnisse. Also viele denken vielleicht, es gibt da irgendwelche Anlagegeheimnisse, die gibt es nicht. Was ihr verstehen müsst, sind die jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Anlageklasse, der einzelnen Vermögenswerte. Also wenn ihr gerne in Immobilien investieren möchtet als Investitionsobjekt, dann beschäftigt euch damit mit dem Immobilienmarkt und wie handle ich eine Immobilie als Investmentobjekt. Da gibt es tolle Literatur dazu. Wenn ihr gerne euch mit Aktien beschäftigen möchtet, in Einzelaktien investieren wollt, dann beschäftigt euch damit. Wenn ihr sagt, nee, Aktien finde ich super, aber jeder Einzelne muss ich mir jetzt nicht angucken, ich gehe auf ETFs, dann beschäftigt euch mit ETFs. Ne? Also jede Anlage, Verpackung hat dann letztlich ihre Eigenheiten und beschäftigt euch dann damit.
Macht nicht alles auf einmal, das kann kein Mensch. Interessiert euch, geht danach, was euch am meisten interessiert, was vielleicht erstmal am einfachsten ist. Da würde ich immer sagen, mach ETF, das ist erstmal am einfachsten. Fang damit an, einer überschaubaren Summe, 50, 100 Euro, sucht euch da was raus und dann fangt ihr an zu investieren und dann geht ihr weiter. Ne? Aber denkt immer daran, es sind immer wieder nur dieselben, die gleichen Vermögenswerte, von denen wir hier reden. Okay? Und es gibt da keine Geheimnisse in dieser Welt. Okay? So, jetzt schaue ich mir durch, was ihr noch so geschrieben hat. Kann eine Aktie auch 0 Euro wert sein? Zuckerpudel. Boah. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, also theoretisch ja. Theoretisch kann sie auch 0 Euro wert sein, obwohl man sie immer draufschreiben würde auf 1 Euro. Also 0 Euro glaube ich nicht, aber theoretisch schon. De facto ist die Gesellschaft dann schon aufgelöst. Also zu diesen 0 Euro wird es so nicht kommen, weil vorher die Gesellschaft für insolvent erklärt wird und dann quasi die Aktien von der Börse genommen werden. Deshalb, wahrscheinlich steht da 0,01 Euro dann da. Also ich habe es noch nicht gesehen, aber theoretisch, ja, theoretisch schon. Und wie wird man sie dann wieder los? Na gar nicht. Gar nicht. Weil, überleg dir, wie kommt denn der Aktienpreis zustande, unter anderem zustande. Wenn ich eine Aktie von zum Beispiel, ich habe eine Siemens-Aktie oder eine SAP-Aktie in meinem Depot und ich möchte die gern loswerden. Jemand anders möchte aber gern diese SAP-Aktie haben. Dann treffen wir uns quasi an den Börsen dieser Welt, zum Beispiel Börse Stuttgart oder Börse Frankfurt, und ich sage hier, ich möchte die gern loswerden. Der andere sagt, ja, ich möchte sie gern haben. Und dann einigt man sich im Grunde auf den Preis. Das ist wie so auf dem Marktplatz. Heute geht das natürlich anders. Der gerne kaufen will, der wird quasi automatisch mit mir zusammengebracht. Ich sehe, wie die anderen am Markt handeln und dann sage ich, ja, der Preis, der da zurzeit gezahlt wird, zu dem verkaufe ich auch. Oder nein, zu dem möchte ich nicht verkaufen. Und je nach Nachfrage und Angebot sinkt und steigt der Preis. Wenn ganz viele Leute die SAP haben wollen und aber keiner verkaufen will, dann steigt natürlich der Preis. Ist ja logisch. Und wenn aber ganz viele SAP verkaufen wollen und keiner will kaufen, dann sinkt natürlich der Preis, damit sich vielleicht doch noch jemand findet, denn ich will die ja dann unbedingt loswerden, egal zu welchem Preis, ne? Das ist klar. Das ist wie auf dem Markt, gegen Markt, wenn der Takt zu Ende ist und das Gemüse soll schnell noch an den Mann und die Frau gebracht werden, ja, dann sinken natürlich die Preise, weil dann irgendwann immer einer zugreift und denkt, hey, Mensch, die SAP-Aktie, irgendwas hat die doch noch und ich denke mir, die wird noch steigen, also kaufe ich sie niedrig ein. Okay? Wenn eine Aktie bei Null steht, wirst du sie nicht wieder los. Da findet sich kein Depp, der sie kauft. Sehr wahrscheinlich nicht. Weil, wenn der bei Null steht, heißt es ja, keiner will sie haben. Also denkt auch keiner, dass diese Firma sich irgendwie positiv entwickeln wird und mal Dividende abwirft, also einen Jahresüberschuss generiert. Ne? Never ever. Okay? So, es gibt aber auch Penny Stocks, die sind ganz wenig, die kosten ganz wenig, aber die sind auch hochriskant. Okay, keine Fragen? Ja, Penny Stocks. Penny Stocks? Ja, Penny sind ja Cent-Aktien. Also Aktien, Stocks sind ja Aktien. Aktien, die nur wenige Cent kosten. Damit kann man auch seine Freude haben, aber das sind reine Spekulationsobjekte in der Regel. Okay, ihr habt keine Fragen dazu. Jetzt habe ich euch voll gequatscht. Keine Fragen dazu. Ja, dann sage ich euch schon mal gute Nacht, schönen Abend und morgen. Neues Thema, neues Glück. Morgen geht es um Dynamik. Wir sehen uns morgen und wenn ihr irgendwelche Lebensversicherungen und so weiter habt, dann schaltet unbedingt ein morgen mit der Dynamik. Das ist wichtig. Okay? Also. Ich grüße euch, winke euch zu, schickt mir noch ein Herz, damit ich gut schlafen kann. Und dann, ja, schönen Abend, euch auch. Ciao, ciao, eure Geldfrau.